Mein Name ist Ivan Goyungepsi. Ich bin im 2016 von Kamerun nach Deutschland gekommen und ich habe mich gleich versucht, in einen Verein zu integrieren durch den Sport, Fußball. Ich bin ein Fußballspieler. Der Ivan macht ja sein freiwilliges soziales Jahr und trainiert bei uns im Nachwuchsbereich. Von den Bambinis hoch bis zu den A-Junioren. Na, Ivan hat früher bei Dynamo gespielt. Dann hat unser Trainer der ersten Männer sich für ihn interessiert, hat ihn zu uns in den Verein geholt. Und wir haben dann geguckt als Vorstand, wie können wir Ivan helfen, auch in Zukunft, für die Zukunft sich aufzustellen. Und da wir jetzt noch auf der Suche sind, für ihn eine Ausbildungsstelle zu finden, haben wir gesagt, Mensch, vielleicht ist es eine Möglichkeit im freiwilligen sozialen Jahr, dich weiterzubilden, uns im Verein zu helfen. Der Verein hat mich angeboten. Ich war natürlich froh, das zu hören, dass ich auch weiter in Richtung Fußball gute Sachen mit den Jungs weitermachen konnte. Und ich habe natürlich ja gesagt, weil es natürlich mein Weg ist und ich will weiter im Fußball und mit Fußball alles schaffen. Im Wettkampf ist man zusammen und hilft sich gegenseitig, muss sich auch dementsprechend artikulieren und kommunizieren. Das heißt, man lernt schneller die Sprache und dass es die beste Art und Weise ist, um mit Kontakt zu haben. Und wir bemühen uns auch dann irgendwie, diese Jungs zu unterstützen, zum Beispiel bei der Arbeitssuche oder irgendeine Qualifizierung im schulischen Bereich. Ja, wenn er auf den Platz kommt und die Kinder sehen ihn, dann strahlen die, dann rennen die zu ihm und begrüßen ihn. Und er ist eine Identifikationsfigur hier für die Kinder. Und so schaffen wir es auch, Nachwuchsspieler auch zum Spiel der ersten Männer zu bringen. Weil sie wissen, okay, Ivan trainiert die Woche über mit uns und am Wochenende spielt Ivan und da gehen wir halt gucken. Ivan ist da, wenn wir ihn brauchen. Da er selbst in der Erstaufnahme gelebt hat, dass er da die Kontaktperson für uns mit ist. Und da ist er natürlich eine ganz wichtige Person. Er spricht die Sprache der Kinder, ja, weil es viele französischsprachige Kinder sind. Und das ist natürlich sinnvoll, ihn hinzuschicken, bevor wir da hingehen und vielleicht die Kinder auch gar nicht verstehen. Manchmal machen wir zum Beispiel Halle-Turnier und ich bringe die Leute dahin, damit sie auch mitmachen können. Und ja, ich organisiere auch die Sache für Turnier mit den Sportleiter und mit den anderen Trainern und so alles. Ja. Ich würde Beleidigung im Bus hier in der Stadt Richtung Rassismus und hier in die Richtung Fußball habe ich noch nicht sowas erlebt. Hier beim Eisenhüttenstädter Publikum sind sie, unsere drei Spieler, die in der ersten Männer spielen, sehr hoch angesehen. Aber diese Dinge kann man nicht vermeiden, vor allen Dingen bei Auswärtsspielen. Es wird immer sein, dass man nicht, dass dann gerufen wird, hey, der Schwarze wieder oder der Ausländer wieder. Und damit muss man leben. Wir müssen einfach versuchen, uns zu verstehen und klarzukommen